Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu unserem kleinen Minecraft-Projekt. Schön, dass ihr heute auch wieder eingeschaltet habt. So, in der letzten Folge haben wir uns ja ein bisschen um den Hausbau gekümmert. Ich habe das ein bisschen weitergemacht. Und zwar sieht das Ganze jetzt so aus. Man merkt schon, es wird ein bisschen mittelalterlich. Hier die Fenster habe ich mal mit Zäunen gemacht. Hier vorne, man sieht schon. Es tut sich. Allerdings wollte ich heute nicht mit dem mit dem Gebäude weitermachen. Muss ja jetzt nicht unbedingt direkt sein. Wir haben ja Zeit mit dem Zusammenbauen. So, wie man sieht, ich habe hier auch begradigt Terraforming gestartet und habe einfach mal den Hügel hier weggemacht, der vorne dran war. Ich gehe jetzt mal ganz kurz noch mal pennen. Und dann habe ich mir jetzt in den Kopf gesetzt, weil wir haben ja gesagt, ich möchte in dem Ganzen hier so ziemlich, also in dem Modpack so ziemlich jeden Mod eigentlich durchspielen. Und habe mir jetzt einfach mal in den Kopf gesetzt, als allererstes mit Botania anzufangen. Ich habe von dem Mod gehört, ich habe auch schon ein paar Videos gesehen gehabt, aber selbst habe ich den Mod noch nie gespielt. Und ich glaube, dass es eigentlich was ganz Interessantes ist. Und deswegen, also ich habe mir jetzt, ich weiß nicht, was hier das Beste vom Besten ist, aber ich habe mir jetzt einfach mal in den Kopf gesetzt, diese Terra-Stahl-Brustpanzer oder diese Terra-Rüstung zu machen. Weil die sieht schon sehr schwer zu machen aus. Es gibt bestimmt noch vieles, vieles, was man da noch machen kann, aber das ist jetzt erstmal mein Ziel. Das zu machen und ich habe schon gesehen, schon allein für diese wegen Wood-Zweige, also ich sage jetzt mal Lebeholzzweige, das ist eine komische Übersetzung, brauche ich dieses Living Wood und für dieses Living Wood, jetzt muss ich kurz gucken, muss ich hier so ein Gänseblümchen suchen und das kriege ich wiederum durch diese mystische weiße Blütenblätter und die kriege ich wiederum durch diese weiße Blume. Also man sieht schon, es ist schon interessant und natürlich brauche ich auch, glaube ich, zu wissen, Mana. Das heißt, wir gehen jetzt als allererstes mal, ich glaube, ich habe sogar noch ein paar Blumen eingesammelt. Ich habe doch auch dieses Lexikon. So, warte mal. Ich habe sogar hier so eine komische Blume. Okay. Das ist Botania. Das ist Botania. Das Ding ist Botania. Das ist Minecraft. Minecraft. Okay, das ist alles Minecraft. Ich würde auch behaupten, wir nehmen uns da mal ein bisschen Holz. Ja, wir nehmen. Doch, wir nehmen das Holz. Egal. So, das Holz. Hier oben war das Botania-Buch. Das nehmen wir auch gleich mit. Und machen uns mal hier so. Ich glaube, ich mache einfach mal so ein paar Truhen hier so. Zack, zack, zack. 8 Stück. So. 8 Truhen. Und dann werde ich mich hier in dem Eck einfach mal um Botania kümmern. So, und hier noch zwei. Und dann mache ich mal hier die ganzen Blumen rein. Dann lese ich mir das mal ganz kurz durch. Hier gibt es auch. Ah ja, Erfolg. Okay, das ist alles auf Englisch. Ist ein bisschen schwieriger, macht aber nichts. Okay, wir gucken jetzt einfach mal. Oh, das online wollte ich gar nicht. So, wieder zurück. Okay. Ist aber eigentlich nichts Schweres. So, wir gucken jetzt erstmal nach den Blumen. Wir brauchen, wie gesagt, wir brauchen erstmal, wo war es denn? Wir brauchen so einen komischen, sowas. Da brauchen wir ein mystisches weißes Blütenblatt, Bruchstein und, also Cobblestone ein bisschen, das kriegen wir doch, das haben wir doch. Ja. Aufgepasst. Wie gesagt, ich kenne mich mit diesem Mod eigentlich überhaupt nicht aus. Wo wollte ich denn hin? Ich wollte erstmal Cobblestone. Dann habe ich doch hier irgendwo
Da habe ich die hier. Und wir brauchen noch ein bisschen mehr Holz. Und dann mache ich nämlich hier drüben auch gleich eine Werkbank, dass ich nicht andauernd hierher rennen muss, wenn ich irgendwas craften muss. Mache ich dann einfach mal hier hin. Zack. So. Dann habe ich gesehen, wir brauchen noch das Blütenblatt. So, zwei Stück kriegen wir daraus. Das ist schon mal ganz gut. Einmal. Zweimal. Und dreimal. So, das haben wir. Das stelle ich jetzt einfach mal hier hin. So. Und dann glaube ich, muss da Wasser rein oder sowas. Wenn ich mir jetzt etwa Wasser oder es muss Mana rein. Weil Botania ist viel, hat viel mit Wasser zu tun. Wo habe ich denn meinen Eimer? Da ist er doch. Okay, dann probiere ich das Ganze einfach mal. Ich werde da jetzt einfach mal Wasser reinkippen. Und vielleicht mache ich mir hier oben auch mal eine unendliche Wasserquelle. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Und eine Treppe wollten wir hier eigentlich machen. Ich erinnere mich, das gesagt zu haben in der letzten Folge. Dann, weißt du was? Machen wir gerade hier. Zack. So, dann haben wir hier Wasser. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist. Ah ja, es geht zumindest. Okay, und jetzt kann ich das dann da einfach rein? Hallo? Ah ja, das ist jetzt hier drin, okay. Ich verstehe. So, das heißt, wir müssen uns erstmal ein bisschen auf die Suche nach Botania-Pflanzen machen. Das sollte doch eigentlich nicht so schwer sein, hoffe ich. Wie, aber wie pflanzt man die denn an? Gibt's da Seeds oder so? Was ist denn das da? Sind das die Seeds? Ich bin leicht überfragt. Ich habe irgendwas Planschen gehört eben. Okay, wir machen uns jetzt einfach mal auf die Suche. Ich habe, wie gesagt, da vorne ist was Weißes. Vielleicht ist da schon ein bisschen was davon. Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir die ganze Zeit das Zeug suchen müssen. Sondern, dass die nach und nach... Das ist keiner. Das ist auch nichts. So. Ich denke... Guck mal, da ist, glaube ich, was von Botania. Nö, das nicht. Das auch nicht, das auch nicht. Ah, Botania, eine schwarze. Aua. Botania. Botania, Botania. Ich nehme die mal jetzt alle mit, weil ich weiß nicht so ganz... Kann ich die auch wieder... Die kann ich einfach anpflanzen, okay. Die Frage ist, wie vermehrt man die? Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Achso, das ist... Ich wollte gerade sagen, was ist denn das? Ein Schneeblock hier? Okay. Ich glaube, die da vorne sind auch noch Botania. Oh, warte mal. So. Botania, wunderbar. Also wir finden da schon ein paar, paar Blumen. Warte mal, wenn ich hier jetzt Mana eingebe. Okay, ich sehe schon, ich krieg das, kann ich damit machen. Damit brauche ich Living Stone. Und da muss ich Stein einfach da drauf. Okay.
Warte mal, was für eine Pflanze ist denn das? Nochmal, warte, warte. Dat. Dat. Nee, hä? Was? Nein. Da. So. So. Das, ach, das Gänseblümchen, genau, das brauche ich ja jetzt erstmal. Da brauche ich jetzt erstmal noch ein paar weiße Blumen. Das ist Minecraft normales. Oh, was ist denn das? Das sieht sehr rot aus. Botania. Da ist auch noch Botania. Das ist Botania. Ich nehme jetzt alles mit von Botania, was ich so finden kann. Ich habe keine Ahnung, ob ich es brauche oder nicht. Aber besser wir brauchen es, besser wir haben es und brauchen es nicht, als wir brauchen es und haben es nicht. Ich glaube, das sind keine Botanier. Doch, sind auch Botanier. Okay. Es wird auch schon wieder ein bisschen dunkel. Da sind auch noch. So. Ich mach mich mal in auf genau Richtung Wies ist, glaube ich, gar kein. Das ist normal Minecraft. Ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Das ist auch Botania. So, da ist auch noch Botania. Nee, das war. Egal, ich nehm's mal mit. Vielleicht brauche ich es, vielleicht auch nicht. So, hier sind doch viele weiße Blumen. Sind das jetzt unsere Blumen, die ich brauche oder nicht? Nee. Das sind die ganz normalen Minecraft-Blumen. Das ist auch nichts. Das sieht doch noch nach Botania aus. So, noch ein paar blaue Blumen. Aber die weißen scheinen etwas seltener zu sein, habe ich das Gefühl. Da vorne sind noch weiße Blumen. Grunz. Solche Schweinchen. Guck mal, das sind Gänseblümchen. Aber das sind die falschen. Jo, die sehen bloß so aus, aber sind sie nicht. Okay, schade. Hätte ja jetzt sein können. Die da vorne dann auch. Die sieht so. Ne, es ist auch kein Botania. Okay. Also hier finde ich gerade gar nichts. Kann ich die weiße Blume auch noch anders da herstellen? So. Mystical White Flower. Wenn ich. Wachsen die auch, wenn ich Knochenmehl auf den Boden mache? Wäre auch eine sehr interessante Frage. Aber ich suche jetzt schon fast 10 Minuten nach Blumen. Und finde nicht. Oh, was ist das? Mystische Hellgraue. Die nehme ich natürlich auch mal mit. Wir brauchen auch irgendeine Mana-Blume oder sowas. Ach du Gott, ich kann euch sagen. Wie gesagt, ich habe noch gar keine Erfahrung mit dem Mod, aber ich versuche mich so gut wie möglich anzustellen, damit ich das alles hinkriege. So, da ist ein Wolf. Den greife ich mal nicht an. Was ist das? Das ist auch nichts. Das ist auch nichts. So, das ist auch Botania. Und das ist kein Botan. Doch, das ist auch Botania. Okay, wunderbar. Dann haben wir ein paar Blumen. Aber immer noch keine weiße, die ich eigentlich brauche. Also wir haben jetzt jede Menge Blumen bekommen. Da unten ist auch noch eine, ich glaube, aber nee, das ist Capotania. Nee. So.
Dann gehen wir nochmal hier durch den Wald. Vielleicht wächst ja hier irgendwo was. Ich falle immer wieder auf diese eine Blume rein. Da waren wir, glaube ich, schon. Weiße Tulpe. Da sind noch ein paar Potania-Pflanzen. So. Da sind sie. Ich habe sie gefunden. Wunderbar. Guckt euch das an. Sogar in Mengen. Das ist ja fantastisch. Die ist blaue Orchidee. Nehme ich mal mit. Die ist schön. So, einmal, zweimal, drei, vier, fünf. So. Da haben wir schon mal ein paar. Guck mal, hier wachsen auch ganz viele Botania-Pflanzen. Das ist auch interessant. Die nehme ich mal alle mit. Und dann machen wir uns mal kurz auf den Weg zurück. Weil dann können wir nämlich schon dieses Gänseblümchen zumindest machen. So, jetzt muss ich bloß wissen, wo wohne ich. Das ist zur Schlucht. Da ist mein Berg. Okay. Sind wir weiter gelaufen, als ich gedacht hatte. So, da ist da hinten Lava? Oder ist das jetzt. Nee, das ist ausgeleuchtet von meinem Berg. Ah, ja, okay. Alles gut. Ich dachte schon. Oh, das ist ja sehr praktisch, dass wir Lava in der Nähe haben. Oh, nee, das ist ein leuchtender Bienenstock. Schön, diese Minecraft-Musik liebe ich ja. Ich liebe diese, oh, einfache Ruhe der Minecraft-Musik. Herrlich. Und unser Haus sieht gar nicht so schlecht aus. Muss man doch schon mal sagen, ne? Also, ich find's schön. So, mal kurz in die Haie gehen. Zack. So, das nehme ich mir mal mit. Stell das da vorne hin, dann muss ich nicht andauernd hin und her laufen. Und dann können wir. Sekunde. Oh, guck mal, wir haben richtig viele zusammenbekommen. Sehr schön. So. Da ist doch Wasser hinten dran oder unten drunter. Das höre ich doch. Okay, egal. So, wir haben da. Jetzt machen wir mal so. Ich glaube, da unten drunter ist Wasser. Ach, hör auf. Die kann ich da reinschmeißen. Okay, und jetzt? Ach, jetzt brauche ich ein Seed. Habe ich ein Seed einstecken? Ja. Muss ich den jetzt einfach reinschmeißen? Okay. Und wir haben ein Gänseblümchen. Und jetzt muss ich das Holz da drauf werfen oder wie funktioniert das? Wieso eigentlich Holz? Warum wollte ich Holz da drauf werfen? Ich brauche Stein. Okay, wir werfen mal Stein drauf. Ach, nee, Quatsch. War das nicht irgendwie so? Ich stelle mich vielleicht gerade echt blöd an, aber ich glaube, das war doch so irgendwie. Ich hole mal nochmal Wasser. Also, das Wasser geht da leer, das heißt, ich mache mal hier noch einen Brunnen hin. Was denn hier? So. Ich glaube fast, das funktioniert so nicht.
Tust du irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Ich guck noch mal. Anders sieht, poliert. Ach, da muss Stein außen rum. Da darf kein Cobblestone, da muss Stein außen rum. Okay. Dann einmal bitte mit Stein. Okay, dann machen wir mal ganz kurz noch Stein außen rum, um das getestet zu haben. So, wir hauen mal hier kurz die 60 rein. Holen dann noch ein bisschen Kohle aus dem Ofen, aus der Truhe. Zack. Habe ich zufällig noch Stein? Hier habe ich zwei drin. An der Seed habe ich jetzt keinen. Nö, doch habe ich, aber auch. Weiß nicht, ob man den nehmen kann. Ich brauche 8 Stück. Einmal für außenrum. Dann kann ich mir so ein Mana-Becken machen. Und ich glaube, ich brauche so einen Mana-Verarbeiter. Den muss ich dann über so eine Blume drüber machen, die Mana bringt. Und das muss ich dann da drauf schießen lassen oder so. Boah, ganz kompliziert, sage ich euch. So, noch hopp, los, 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 los. Die zwei hole ich mir jetzt noch. Alter, ich habe die ganze Zeit dieses Platschgeräusch. Geräusch? Geräusch habe ich vor allen Dingen. So. Okay. Dann probieren wir das jetzt. Oh, sie tut was. Es ist ein Effekt da. Und was passiert jetzt? Also ich glaube, das müsste jetzt umgewandelt werden, ne? Oder nicht? Hm. Da tut sich nichts. Habe ich was falsch gemacht? Hm. Ich fülle mal da Wasser rein. Hm, ich habe keine Ahnung. Ja. Okay. Es klappt doch wunderbar. Okay, wir haben jetzt Lebenstein. Lebenstein vor allen Dingen. Okay, egal, soll mir recht sein. Soll es halt Lebenstein heißen. Gut, das ist wunderbar. Wir haben die ersten Schritte haben wir schon mal geschafft. Ich will das Gänseblümchen nicht abbauen. So, das heißt, wir haben den Stein. Das ist schon mal ganz gut. Und das gleiche geht, glaube ich, auch mit Holz. Ja, genau. Die Texturen kriegen wir. Gut. Dann machen wir das noch mit Holz. Ist wunderbar. Vielleicht holen wir uns dann auch noch eine zweite. Gut. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Wir fangen jetzt mit dem Mod Botania an. Ich werde mich auch noch ein bisschen informieren. Wahrscheinlich, dass ich da auch ein klein wenig mehr Erfahrung drin bekomme. Aber sonst werde ich das meiste hier einfach Learning by Doing oder sowas. Ne? Sagt man doch so schön. Gut, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da machen wir dann in dem Mod weiter. Bis dahin, haut rein und tschüss.